Ich zeige, wie Sie mit Camtasia eine Aufnahme machen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier Camtasia gestartet. Ich gehe zur Aufnahme, klicke hier drauf, dann verschwindet das Camtasia-Fenster und es kommt bei mir jetzt dahinter das Word zum Vorschein. Ich will ja eine Word-Aufzeichnung machen. Hier prüfe ich jeweils, ob das Mikrofon funktioniert. Wenn nicht, gehe ich hier auf das Mikrofon und stelle hier das richtige Mikrofon ein. Ich sehe, der Ausschlag ist genügend und starte nun meine Aufnahme. Es kommt noch ein Countdown. Und jetzt geht's los. Ich zeige, wie man in Word Blindtext einfügen kann. Das geht so. Das war's. Am Schluss der Aufnahme drücke ich F10. Nun fragt mich Camtasia, wo diese Aufnahmedatei hinkommen soll. Hier ist die Aufnahmedatei. Ich habe bereits einen Ordner vorbereitet. Doppelklick hier drauf. Ich gebe dieser T-Rec-Aufnahme noch den richtigen Namen. Das ist bei mir nun Camtasia 03 Aufnahme machen. Das gibt eine T-Rec-Datei. Speichern. Jetzt erscheint Camtasia und mein Film ist hier drin. Wenn ich eine weitere Aufnahme tätigen will, dann gehe ich hier wieder zur Aufnahme und wieder Rec. Es kommt wieder der Countdown. Und natürlich kann ich nun weiter erklären, denn ich habe etwas vergessen. Das war's. Und wiederum F10 beenden. Und schon wieder werde ich gefragt, wo das hingespeichert werden soll. Wenn ich eine zweite Aufnahme mache, dann schreibe ich die zum Beispiel mit Aufnahme machen B an, speichern. Es erscheint wieder Camtasia. Hier ist die zweite Aufnahme, aber die liegt noch nicht auf dem Storyboard. Ich verkleinere einmal die Ansicht auf dem Storyboard mit Ctrl und Mausrad drehen. Nun packe ich die zweite Aufnahme, trage sie hier auf das Storyboard und habe eine Fortsetzung meiner Anleitung. Das war's.